Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zum nächsten Kapitel von Life is Strange True Colors. Ich muss gestehen, wir haben ein Problem. Und zwar habe ich eben schon angespielt, so 20, 25 Minuten. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme nicht läuft. Weil sich was bei Nvidia umgestellt hatte, also bei Bildschirmeinstellungen. Und dann hat sich's gedacht, ciao. Ja, deswegen werden wir jetzt die ersten paar Minuten so spielen, dass ich schon noch sag, wie ich es finde und so weiter. Aber werde halt nicht mehr meine ungefilterten Reaktionen in diesem Moment bekommen. Genau. Das wollte ich nur dazu sagen, falls das jetzt ein bisschen komisch wird. Gleich. Weil, ja. Eine Sache muss ich jetzt überprüfen, oder beziehungsweise wir gehen jetzt heute mal über das Kapitel rein. Das Kapitel heißt Flackern und wir spielen es erneut. Oh, nein, verdammt. Wir spielen es nicht erneut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gefixt habe. Wir müssen neu starten spielen. Genau, aber wir spielen das weiterhin auf demselben Speicherstand. Also ich weiß jetzt schon so ein bisschen, was passiert und ja. Aber ja. Flackern. Das heißt Flackern. Ich weiß noch nicht genau, wieso. Weiß ich wirklich nicht. Wir sind übrigens am selben Tag. Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Danke. Wir sehen uns. Und ich habe so die Vermutung, dass das nicht richtig klappen wird. Wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Das machen wir auf jeden Fall. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Ja. Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Ich habe die Entscheidung schon getroffen. Okay. Erstmal schnappe ich mir den. Es ist echt verlockend, mich damit die ganze Nacht einzuigeln. Damit ihr auch auf demselben Stand seid wie ich. Ich denke, ich bleibe ab jetzt bei Minesweeper. Kein Minecraft-Spieler. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Das habe ich vorhin nicht mal gesehen. Als wenn das Fest schon in vollem Gange ist. Wow. Ich bin echt aufgeregt. Fröhliches Frühlingsfest, Gabe. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager vortrinken wollte. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen. Schön, aber das ist so gar nicht Gabe. Warum hat er sowas? Der Tradition zufolge schenkt man seinem Schwarm auf dem Frühlingsfest Rosen, also... Ich habe noch nie von einem Mädchen Blumen bekommen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie viel dir an traditionellen Geschlechterrollen liegt. Ich gehe dann wieder zu meinem Butterfass und dem Zierdeckchen. Klappe. Du zuerst. Voll die süße Story. Finde ich. Ja, diese eine Verzierung macht voll den Unterschied. Wie stehen die Chancen, dass deine Anleitung hier drin ist? Schlecht. Lichterketten. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Genau, also ich wollte das einfach kurz zeigen. Weißt du, hier. Ich wollte Jet von der Spüle erzählen, aber ich habe Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Natürlich wird er das. Sei unbesorgt. Ich komme zu dir zurück. Ich wünschte, ich hätte Charlotte helfen können, doch ihren Schmerz zu nehmen fühlte sich nicht richtig an. Richtig. Mann, die letzte Ausgabe ist düster. Aber ich bin mir sicher, Ethan wird's gut gehen. So. Ich habe in den letzten Wochen mehr gespielt als in den letzten Jahren. Das siehst du. Fühlt sich gut an. Genau, wir haben hier noch einmal Shushu. Willst du mein Date für das Fest sein? Nein, Shushu? Wir haben schon unser Date. Also wir werden eins haben. Oder weil wir uns eins selbst machen.
Und ich habe das Outfit gewählt, weil mir das andere zu langweilig war. Genau. Ich bin kurz davor, meine eigene Liste zu führen. Genau. Wir nehmen den USB-Stick. Okay. Zeit, nach unten zu gehen. Nein, wir lesen jetzt erstmal kurz unsere Nachrichten. Gesellst du dich heute Abend zu uns? Natürlich. Und Ethan hat uns noch geschrieben, das ist die erste Seite, irgendwas mit dem Spoiler. Pass auf dich auf. Zum Zeichen und kommen, ist ziemlich cool. Snowboard? Also, ist das Teil nur Deko? Oder soll ich es irgendwann benutzen? Wir nutzen das im Winter. Oder beziehungsweise du. Feanor ist zu gut für diese Welt. Fun Fact, ich spiele das jetzt noch am selben Abend, wie ich Kapitel 3 gespielt habe, weil ich einfach Bock habe. Ich will weiter wissen, wie es weitergeht. Bademütze. Alwyn, die Badin, wird erneut losziehen. Ja, irgendwann sicher. Genau, hoch können wir nicht. Deswegen gehen wir raus. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Keine Ahnung. Es hat mich noch lange nicht mehr so gejuckt, immer weiter zu spielen in dem Spiel. Willkommen auf dem Frühlingsfest. Test, Test. 1, 2. 1, 2. Hast du es lustig? Nicht dein Ernst. Du hast einen Rock an? Einmal durchs Mikro. Hey, Leute. Fröhliches erstes Frühlingsfest. Danke. Ich sitze ja auch meistens grinsend vorm PC. Er wird bald hier sein. Wenn er sieht, was auf dem Stick ist, heißt es Game Over. Aber ich schätze halt, dass es leider nicht so läuft. Guter Grund zu feiern. Ich denke, wir haben uns heute Abend ein wenig Spaß verdient. Die Band legt gleich los. Geh am besten ganz nach vorn. Oh, krass. Braucht ihr Hilfe beim Aufbauen? Ach, nein. Alles gut. Sind fast durch. Geh ganz nach vorn, sagt er. Zurück zum Wohnwagen. Also versuch dich ganz normal zu verhalten. Ich kann nichts versprechen. Meld dich, wenn's bereit ist. Oh, das habe ich vorhin gar nicht probiert. Wenn ich eine Rose vergeben würde, wären Steph und Ryan ganz oben auf meiner Liste. Wir werden auch noch eine Rose. Boah, fröhliche Führungskinder. Genau, hier gab's auch noch so ein bisschen was. Also hier, alles Tumult. So senden live. Riesiges Dankeschön an alle, die da geholfen haben. Und Ducky schreibt zurück. Ich liebe Ducky. Ducky ist so ein geiler Typ. Ein Chili-Wettessen und. Das Festival gibt es anscheinend schon lange. Da ist der Rosenwagen, da werden wir später noch hingehen. Hat die bieten uns heute. Heuchlerisches Miststück. Hey. Wie läuft's? Oh, gut. Die Gefahr, dass hier gleich alles in Flammen steht, ist. Gering bis mittel. Dann läuft's doch gut. Genau. Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Ja, ist doch beste Idee. Was kann da schon schief gehen? Hey, hallo alle zusammen. Kann ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Jet, was machst du denn? Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um euch hier vor Gott und den Augen aller zu sagen, dass Annette Theresa Foster die schönste Frau der Welt ist. Jet ist geil. Es heißt, beim Frühlingsfest geht es darum, seine Gefühle kundzutun. Und Anne, ich denke, dass ich sterben würde, wenn ich dich nicht zu meiner Frau mache. Apropos. Du musstest ja wieder eine Szene machen, oder? Gefühle sagen. Mist. Hätte ich ihn umarmen sollen? Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Als das ein Date ist. Hätte ich kein Parfüm benutzen sollen? Trägt es zu dick auf? Vielleicht war es auch nicht genug. Es ist so cool. Sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Ich find's so gut. So, dann gehen wir jetzt die Seite hier ab. 232? 233? Ich glaube nicht, dass das Teil 234. Unsere Ausweise überprüft. Kein Wort zu Pike. Das ist doch unmöglich, oder? Dieses Spiel macht einen echt fertig. Warum tue ich mir das an? Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Ernsthaft?
Komm schon, Jelly Beans Lady. Das ist voll daneben. Hi. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Du nimmst diese Jelly Beans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar Geschenkgutschein. Meine Mutter wurde befördert, deshalb will ich sie richtig schick ausführen. Klingt echt peinlich, wenn man es laut sagt. Überhaupt nicht. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen. Oh, echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Sagen wir mal so 800, ne? Es sind immer mehr, als man denkt. Ich sag mal, um die 800? Ja, könnte sein. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. 800 ist nicht schlecht. Hoffentlich geht es nicht weiter runter. Oh, ich lag gar nicht so falsch. Vielleicht sollte ich... Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? Ja, habe ich. Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz ein Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? Hallo, mein Name ist Alex. Ich weiß Bescheid. Die richtige Antwort ist 731. Frag mich nicht wie. 731 Jellybeans. Was? Fuck you. Das stimmt. Yes. Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kein Ding. Das ist wundervoll. Unglaublich. Woher hat sie das gewusst? Lebenslanges emotionales Trauma. Dieses Ratespiel ist vorbei, wurde da angekündigt. Hammer. Und so. Puh, das habe ich vorher nicht gesehen. Voll hübsch. Wow. Dieses Modell ist wunderschön. Sorry. Das ist letztes Jahr es passiert. Es war ein harter Monat. Ich erinnere mich genau daran. Aber das... Sorry. Ach so, okay, wenn ich zu echt nahe komme. Cool, dass das Radio live aus dem Park berichtet. Ja, ja, Steph ist schon cool. Fühlt sich echt wie auf einem Mini-Coachella. Ziemlich mini. Einfach was hast du klasse. Zeit? Das ist die beste witzig, Zeit des Jahres. Raw. Diese Freude ist echt ansteckend. Da war übrigens Witz für sie anstecken, verstehst du? Sie haben sogar dich zum Mitmachen überredet, ne? Ja, die hat richtig Bock, sag ich dir. Also, wo steigt die Aftershow-Party? Fällt mir gut, was sie mit der Bar angestellt haben. Und zwar gibt es noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt machen möchte, bevor ich... Haven geht bei dieser Party ja richtig ab, ha? Ich hab alles gehört. Und wollte mich bedanken. Du hast versucht, ach, die das Musik richtig gerade zu tun. Schon untermalen. Oh. Und? Was jetzt? Easy. Ich mache Typhon fertig. Das gesamte Wespennest. Ich stelle mich nicht gegen dich. Aber die sind die einzigen... die gerade für Jobs in der Stadt sorgen. Und ich habe noch einige Schulden. Tja, nicht mal ein Problem, ne? Ich krieg trotzdem dieselbe Antwort wie vorhin. Ach komm schon, Mac. Selbst du bist zu gut für Typhon. Ich fühle mich jedes Mal geschmeichelt, wenn du dich so um mich sorgst. Jetzt wird's super. Darum wolltest du uns auseinanderbringen. Ach. Genau das. Das ist der Mac, den ich kenne. Mr. Nice Guy. Arsch. Loch. Pass auf dich auf, Alter. Riley ist heute wohl ziemlich sentimental drauf. Ja. Ich wüsste nur gerne, wo sie gerade steckt. So, hier vorne war noch was, wo ich gucken wollte. Okay, also. Es geht um ein junges Bauernmädchen im magischen Jahr. Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß. Sie sucht nach ihrer Schwester. Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert. Na dann viel Glück, Schild.
Sieht aus, als wären noch echt viele Leute in der Stadt unterwegs. Nein, Mom, es ist... Okay, dann laufe ich jetzt erstmal noch hier rum. Aber das habe ich vorhin gar nicht gemacht. Hey, ich bin interessiert. Da komme ich nicht gescheit hin, okay. Aber der neue Bergarbeiter. Typhon ist nicht normal. Es war ein Fehler, herzuziehen. Ja. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Schild. Hätte es selbst Na. Nicht besser sagen können. Die Eiswürfel. Worüber freust du dich? Ich hab dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wir sind Eiscreme-Genies. Wir haben's einfach drauf. Zeig den Bizeps, Eiscreme-Lady. Seit wir den haben, hat sich echt was verändert. Ich kann da rein? Skippe ich jetzt was oder finde ich was Neues? Ich bin gerade überaus verwirrt. Warum kann ich hier rein? Ah, guck mal, es ist wieder auf. Es hat Spaß gemacht, Jet als Bösewicht zu sehen. Ein guter Verlierer. Die Chancen stehen gut, dass ich mir später eine Tasse gönne. Gut gespielt, Küchenpersonal. Wie steht es mit akuter emotionaler Kleptomanie? Eleanor ist wie ein Mafia-Boss. Aber statt krumme Dinger zu drehen, verbreitet sie Blumen. Ach, random Polaroid. Okay. Komm schon, Junge, bring's hinter dich. Ich will bloß nicht kotzen. Gott verdammt. Du wirst dich danach viel besser fühlen. Ich sterbe, Dad. Nicht heute Nacht, Geburtstagskind. Obwohl du es dir morgen früh bestimmt wünschen wirst. Ducky! Guter Junge. Guter Junge. Ducky! Komm, wir gehen raus. Es ist nicht dasselbe ohne dich, Tabitha. War es nie. Wird es nie sein. Tabitha. Klingt, als hätte Ducky wohl eine Geschichte auf Lager. Oh. Hey, Ducky. Wer ist Tabitha? Willst du mir von ihr erzählen? Weißt du, Alex, über dieses spezielle Thema möchte ich wirklich nicht reden. Dann pressen wir es aus dir heraus. Okay. Es muss noch etwas geben, das ich für Ducky tun kann. Let's go. Gut, dass wir uns umgeschaut haben. Ist das Tabitha? Da ist irgendwas auf dem Boden. Okay. Sag mir, was ich wissen muss, um ihm zu helfen. Weißt du, den habe ich selbst geschnitzt. Ich bin Reginald McAllister III. Meine Freunde nennen mich Ducky. Tabitha Baker, nenn mich Tabs. Oh. Spültabs? Okay, ich glaube, hier hinten ist nichts. Ich glaube, das ist die größte Szene, die ich bisher hatte, wo man sich umgucken muss. Warte, warte. Noch nicht trinken. Schau erst ins Glas. Was? Wieso denn? Oh, Ducky, der ist wunderschön. Tabitha Baker. No. Willst du mich heiraten? Und so schön passend. Ah, schön. Oh, Jukebox. Alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre. Und weitere 30 Feste, falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Ich kenne dieses Lied.
Ataki. Vielleicht gibt es was, das ich tun kann. Ich würde dir das Lied auflegen, aber... helfen. Es ist eine schwierige Nacht für dich, nicht wahr? Das Frühlingsfest. Das stimmt. Hast du den Holzbären wirklich selbst geschnitzt? Renna? Das habe ich. Das war vor langer Zeit. Das Frühlingsfest war sehr wichtig für euch beide, oder? Allerdings. Oh. Wir haben auf dem Fest geheiratet. Wir beide haben es so geliebt. Du hast Tabitha hier kennengelernt. Stimmt's? In der Lantern. Ja, genau. In dieser Nacht hier zu sein, war der größte Glücksfall für mich. Gib mir einen Moment. Woher wusstest du? Das ist euer Lied. Tanzen wir. Tanzen. Was mich gerade am meisten an sie erinnert, es ist weder der Song noch das Frühlingsfest. Aber die Atmosphäre. Sondern dass du dir die Zeit nimmst, dich um einen traurigen alten Mann zu kümmern. Und das nur, um die Welt ein wenig erträglicher zu machen. So wie Tabs. Danke, Alex. Ich denke, ich bin jetzt eher dazu geneigt, mit den anderen zu feiern. Gern geschehen. Genieß das Frühlingsfest. Ducky! Ducky Master Race! Woo! Oh, der Typ ist so geil. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ja, wir nehmen uns auch noch Zeit. Guck mal hier, dreckiges Geschirr. Ach, nicht heute Abend. Wir gucken uns noch kurz um, ob es noch mehr Zeug zu tun gibt. Weil es gibt auf jeden Fall noch Zeug, das ich machen muss, bevor wir zu Ryan an die Bühne gehen. Es gibt noch so einige Sachen auf meiner To-Do-Liste jetzt. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe lieber zurück. Ein Scheiß gehe ich. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr so weit nach hinten raus. Nehme ich jetzt einfach mal an. Morgen, große Eröffnung. Bei der großen Eröffnung darf nichts schiefgehen. Salat, gratis. Die Leute werden nicht ewig nachsichtig sein. Vielleicht ja doch. Mit kostenlosem Essen kommt man in Haven weit. Heute Abend sind richtig viele Leute auf der Hauptstraße. Das Lab hat echt Spaß gemacht. Ja, verdammt, ich stehe einfach total auf diesen Deppen. Was soll ich nur tun? Keine leichte Situation. Dachte, du würdest das wollen. Ja. Ich mag sie einfach so sehr. Was soll ich nur tun? Moment. Die stehen beide aufeinander? Kommt schon, Leute. Hey, ich wollte bloß sagen, ihr zwei seid ein echt niedliches Paar. Ja? Danke, Alex. Das ist nett von dir.
Könntest du dir das vorstellen? Wir als Paar? Ja. Gefällt mir irgendwie. Oh, Wahnsinn. Okay. Also, heißt das, du willst... mit dir ausgehen? Ja. Also nur wir zwei? Ja. Ein richtiges Date. Ohne andere und ohne Töpferkurs. Okay. Cool, großartig. Bruder. Das ist aber schade. Oh Gott, passiert das gerade wirklich? Nein. Ich nehme nur Bares und Kreditkarte. Oh mein Gott, mein Herz rast immer noch. Das kann ich sehen. Because ich bin Alex, die Allsehende. Ich wollte noch sehen, was passiert, wenn man die andere Option wählt. Also hier. Na, ihr beiden? Ja, total. Oh Gott, ich mag's hier einfach so. Verdammt, ich stehe einfach total auf diesen Deppen. Was soll ich nur tun? Hey, es ist das Frühlingsfest und ihr fahrt offensichtlich mega aufeinander ab. Macht einfach endlich rum. Was? Ganz genau. Ist das so offensichtlich? Was meinst du denn damit? Scheiße. Julia, ich will das nicht versauen. Was ist offensichtlich? Reden wir über dieselbe Sache? Ja. Pass auf. Wären wir nicht auf offener Straße, würde ich dich jetzt anspringen. Ich... Willst du vielleicht heute Abend mit zu mir kommen? Knickknack. Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall. Oh. Oh. Bei ihr, heute Nacht. Viel Glück dabei, du wirst es brauchen. Ich werde ihm den Kopf verdrehen. Los, tu es. Geil. Okay. War ich vorhin die ganze Zeit? Ich könnte zurückgehen und eine Rose für Steph oder Ryan holen. Das werde ich auch. Überraschung für dich. Ist es eine gute oder eine schlechte? Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so anmachen würde, wenn er mein Lieblingsspiel spielt. Aber man lernt nie aus. Was? Ich fange was mit Melody an. Der Krankenschwester, die ist so süß. Ich will ganz ehrlich sein. Das Spiel ist super. Uff. Uff. Oh, da lädt die, laden die Texturen ein bisschen nach. Aber ist mir egal. Zerstört jetzt für mich nicht die Atmosphäre. Ich bin glücklich, dass wir das da hinten gemacht haben. Das freut mich gerade richtig. Dass wir so ein paar dummen Leuten helfen konnten, die zu inkompetent sind, das einfach rumzumachen. Ich frage mich, was passiert, hätte ich gesagt, mach doch einfach rum. Ob die dann wirklich angefangen hätten, rumzumachen. Vielleicht gehe ich später nochmal hierher und mach das und schneid's dann jetzt für euch hier rein. So, vielleicht habe ich es reingeschnitten, vielleicht nicht. Ja. Wie süß. Aber ich fasse die Bank lieber nicht an. Nur zur Sicherheit. Lorraine und Shane. So, und zwar Nummer 1, die ich heute Abend noch machen muss. Gott, ich hoffe nur, dass es Riley gut geht. Oh nein. Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Was geht? Hey, wo ist Riley? Ich rede nicht viel mit ihr, weil ich es immer ein bisschen komisch finde, mit ihr zu reden. Das, ihr war keine nicht nach Feiern zumute, weißt du. Aber ich frage die Sachen, sie hätte heute Abend wo ich mich verantwortlich fühle. Also wäre dann nicht... Naja. Oh, das tut mir leid. Du hast mir letztens im Laden so sehr geholfen. Falls du Riley siehst, könntest du ihr vielleicht auch helfen? Klar, das mache ich doch gern. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal nach zurückgehen müssen. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Okay, wir haben hier irgendwo Ducky rumstehen. Typhon ist nicht normal. Okay, dann redet er jetzt mit dem. Es war ein Fehler herzuziehen. Okay, Leute. Wir haben noch zu tun. Noch mehr zu tun. Kann man da runter? Och, da
Muss ich ein bisschen außen rumlaufen. Ich gucke, ob ich Riley finde. Riley müsste, wenn ja, dann ja in dem Blumenladen sein. Oder in der Nähe vom Blumenladen. Vielleicht finde ich sie ja wirklich. Wenn nicht, gehe ich gleich zum Lagerfeuer und danach mal erledigen wir noch eine Sache, die mir persönlich, Alter, ein wenig am Herzen liegt. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die wichtig sein könnte. Ich muss ganz kurz drauf gucken. Tut mir leid, deswegen laufen wir jetzt kurz langsam weiter. Hast du noch dein ESG? Ja. Mhm. Da muss ich später antworten. Wenn ich das wirklich nachgucken kann. Und will. Aber jetzt gerade will ich weiterspielen. Ist blöd, dass ich das nicht vorher gefragt habe und dann hinten direkt geguckt habe. Tut mir leid. Oh, falsche Tür. So, hier ist ein komisches Schild. Warte, ist da jemand hinter der Brücke der Blumen? Ist etwas spät für eine Busfahrt. Safe, Riley. Das einzige Problem ist, da müssen wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Aber naja. Hey, Riley. Oh, hey. Was machst du hier? Ich wollte nur Hi sagen. Ich hab dich nicht auf der Party gesehen. Ja. Mir war wirklich nicht nach Feiern. Ich würde heute eigentlich im Bus sitzen. Ich weiß. All diese Hoffnungen und Träume, die ich in diese scheiß Busfahrt gesteckt habe. Aber ist okay. Oma braucht mich jetzt. Sie war immer für mich da und jetzt bin ich dran. Und ich bin damit auch nicht allein. Mac hilft im Laden aus, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Eleanor hat so ein Glück, dich zu haben. Danke, Alex. Halte durch, okay? Das war mir jetzt wichtig. Werde ich. Danke, dass du hergekommen bist. Das, was du mir zu sagen hast? Okay. Machen wir uns auf den Rückweg. Okay, und zwar möchte ich mich noch ans Lagerfeuer setzen, dann... Ich habe die Entscheidung gefällt, dass wir eine Rose vergeben. Und das muss ich noch erledigen. Oh, Oma, nein. Hey, mach nicht den Sticker drauf. Oh, warum denn? Darf ich denn nicht stolz sein auf meine... Oma, ich werde nicht gehen. Erinnerst du dich? Ich bleibe hier. Bei dir. Stimmt. Ja, natürlich. Ich... Oh, Riley. Tut mir leid. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Wir kratzen ihn morgen einfach ab.